Ja, macht sehr viel Spaß. Ging aber auf jeden Fall besser. So, was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Kugeln. Los, okay, okay. Dann immerhin Knackball. Au, Falle zugeschnappt. Das ist sicher eine Stabschleuder plus 1. Das wäre allerdings was für Yahira. So. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Diese Röhre ist nicht mit Energie versorgt und das Wesen darin ist tot. Genauso wie diese hier. Das Wesen in der Röhre scheint am Leben zu sein, wenn auch nur schwach. Die Zellen, die die Röhre mit Energie versorgen, sind kaputt. Ihr müsst neue Energiezellen finden, um das Wesen zu beleben. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, das ist auch tot. Die Flüssigkeit in diesem Gerät brodelt und kocht, ansonsten ist der Behälter leer. Also könnte vielleicht ein Feuerelementar drin versteckt sein. Ja, das ist auch tot, das ist auch tot. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ja. In den trüben Tiefen dieser Maschine könnt ihr die leblosen Überreste einer seltsamen Kreatur sehen. Sie besteht aus einer zentralen Kugel, von der mehrere Augenstiele ausgehen. Offenbar ist das Wesen schon einige Zeit tot. Ja, ein Beholder. Oder vielleicht sogar schon ein älterer Augentyrann. Die bösen Jungs, die bösen. So. Niederer Lehmgolem. Was ist mit euch? Der Golem starrt einfach geradeaus. Er scheint nicht zu hören. Die Vermutung liegt nahe, dass er nicht aktiv ist. Ja, okay. Da sind zwei Wachgolems wohl drin. Die wollen gerade keinen Grund sehen, sich mit uns zu streiten. Nur der Goblin hat einen Grund gesehen. Hi, Jungs. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Oh, noch einer. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So, gibt's hier noch einen? Ja, da wollen noch welche was auf die Rübe. Oh. Wer hat die Meute eingeladen? Nächstes Mal. Ich warte. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ja, genau. Sterbt einfach. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit loszuschlagen. Ja, ich nehme jetzt mal nur die Bögen mit. Weil die Pfeile brauchen wir nicht so unbedingt. Und da ist was irgendwie was wert sein könnte, schleppe ich mal mit mir rum. Leichtes Zeug kannst du Imoen. Die Pantalons sind ja auch leicht, also könnt ihr auch mal ruhig zu Imoen. So. Jetzt ist Minsk voll. So leichte Sachen wie das Katana zum Beispiel könntest du Yahira. Jo. Und der Krummsäbel, der wiegt auch nicht so viel. Die Hellebarde wird schwer sein, ja. Die Bögen sind auch recht schwer.
Was ist mit dem Haber 6? Okay, ja. Yahira ist fast an ihrer Grenze. Ist was los? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Magische Durchdringung. Oh. Mit dem Schwert. Zeit auf zu leben, also hier lang. Gut und lang zu leben. Fragt nur, was möchtet ihr? Okay, da oben scheint es irgendwo weiterzugehen. Das heißt, wir gucken uns erstmal den Raum an. Hier ist Rilev. Wer seid ihr? Diener des Meisters. Oh, der redet uns auch gleich an. Also, der Jin hat uns ja gesagt, wir sollen mit Rilev reden. Bei den Göttern, was ist mit euch passiert, Mann? Wer ist dieser Meister, von dem ihr sprecht? Ich diene niemandem. Wer seid ihr? Schweigt, ich habe heute keine Zeit, um mit eingelegten Leuten zu reden. Wer seid ihr? Es ist so schwer, sich zu erinnern. Ich war Rilev. Tot, denke ich. Sagt mir, mein Freund, wisst ihr, wie man diesen Ort verlassen kann? Wie man ihm entfliehen kann? Wer ist dieser Meister, von dem ihr sprecht? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich verstehe, was hier vorgeht. Lebt ihr oder seid ihr tot? Ich habe keine Zeit, um mich mit toten Leuten in Einmachgläse zu teilen. Lasst mich bitte in Ruhe, während ich weitersuche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe. Nee, wer ist dieser Meister? Er war mein Freund, denke ich. Ausgestoßen, nicht mehr einer von uns. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Seid ihr hier, um meinen Platz einzunehmen? Als Diener dieses Bastards, den ihr Meister nennt? Wohl kaum. Ich töte ihn, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Wer seid ihr? Ich habe keine Zeit, um mich mit den toten Leuten zu unterhalten. Sagt mir, mein Freund, wisst ihr, wie man dieses Wort verlassen kann? Nein, wer seid ihr? Ja, das könnte ich in der Endlosschleife enden lassen. Ich töte ihn, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Fremde seid ihr? Ah, diese Dinge sind schlecht gelaufen, seitdem ich tot bin. Bedroht nicht den Meister, denn sonst werdet ihr sicherlich vergehen. Besser ist, besessen ist er und Macht sucht er. Lebt ihr nun oder seid ihr tot? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Ich drohe, wenn ich will, Freak. Sagt mir, mein Freund, wisst ihr, wie man diesen Ort verlassen kann, wie man von hier entfliehen kann? Lebt ihr nun oder seid ihr tot? Weder noch, ich bin dazwischen. Der Meister hat mich vergessen, mich nicht getötet. Was meint ihr mit vergessen? Warum seid ihr in diesem Behälter? Ich war ein treuer Diener meines Meisters, sein Freund sogar. Ich lag im Sterben oder war ich tot? Ich kann mich nicht daran erinnern. Wahrlich, ihr seid fremd an diesem Ort. Ewiges Leben, meine Belohnung für meine treuen Dienste. Der Meister wollte mich bewahren, bis er mich heilen kann. Mir meine Jugend zurückgeben kann. Dann hat er euch offensichtlich vergessen. Aber warum, wenn ihr doch ein treuer Diener wart? Eure traurige Geschichte ist mir egal. Ich muss weitermachen. Ihr wollt von diesem Lichttod erlöst werden? Wie kann ich euch helfen? Wie lange befindet ihr euch schon in diesem Zustand? Ich weiß nicht. Tage, Jahre. Alles verschwindet und mein Verstand kann es nicht mehr fassen. Ganz allein. Ja, warum hat er euch vergessen? Ich beginne zu verstehen. Der Meister hat meine Seite verlassen, um eine andere zu studieren. Er möchte die Macht erwecken, eine Studie des Lebens und des Todes. Aber ich kann den Fluss der Jahre nicht mehr ertragen. Er hat mich vergessen, weil er sich nicht erinnern will. Nicht an das, was ihm genommen wurde. Ich selber erinnere mich kaum. Wollt ihr, dass ich euch von diesem Lichttod erlöse? Meister, ich will nicht mehr zurückkommen. Ich will nicht mehr zurückkommen. Lasst mich das süße Vergessen empfangen, das mir verwehrt wurde, bitte. Ruhig, mein Freund, wie kann ich euch genau helfen? Das hier ist offenbar sinnlos, also wie kann ich euch genau helfen? Diese Einheit, in der ich mich befinde, wird von Energiezellen betrieben. Sie sehen aus wie Kristalle. Nehmt sie und ich kann schlafen, sterben, endlich wieder sterben. Ich weiß, ihr seid Gefangene. Manche Dinge ändern sich nie. Ihr müsst von hier entfliehen. Ihr müsst den Experimenten des Meisters entfliehen. Es gibt andere wie ich. Ergebnisse jüngerer Experimente. Sie wissen vielleicht, wie der Meister selbst diese Anlage verlässt. Nehmt diese Energiezelle aus Gegenleistung für diesen Pfad der Freiheit, den ich euch offengelegt habe. Ihr könnt sie verwenden, um sie zu beleben und herauszufinden, was sie wissen.
Ich werde die Energiezellen nehmen und die anderen wiederbeleben. Findet nur euren Frieden. Ich benötige weder diese Energiezellen noch Kristalle, um von hier zu entfliehen. Ich werde euch nicht helfen. Doch, ich werde helfen. Ich danke euch. Geht und überlasst mich endlich dem Vergessen. Süßer Schlaf, er, ja. Er ist jetzt tot? Diese klägliche Kreatur? Mhm. Ich kann nicht wegsehen, Talisa. Auch in unseren früheren Kämpfen habe ich den Tod gesehen, aber ich habe nur zugesehen. Aber hier habe ich nur zugesehen, wie sein Leben endete. Ich kann nichts wegsehen. Nur eine weitere Leiche auf meinem Weg, nichts Ungewöhnliches. Man muss den Tod nicht immer fürchten, denke ich. Ich möchte nie so leben müssen. Wir haben für morbide Fantasien keine Zeit mehr. Lass uns weitergehen. Nehmen wir mal das Mittlere. Der Tod ist schön. Warum sollte ich auf solche Gedanken kommen? Oh, Talisa, ich muss diesen Ort muss von diesem Ort verschwinden. Also, man merke, Imoen dreht durch. Nachdem ihr die Energiezelle aus Hilefs Lebenserhaltungssystem entfernt habt, ist er endgültig tot und kann nicht mehr wiederbelebt werden. Es gibt nichts mehr, was ihr von dieser gequälten Seele erfahren könnt. Jo. Erzählt mir mehr davon. Was ist im Fass? Heiltrank. Schleudern sind leider nichts wert. Sonst würde ich auch die einsacken. Ah ja, ich habe jetzt die Energiezelle. Nee, kann ich ruhig mal bei Yahira bleiben. Und da ist der Aktivierungsstein für den Abwasserkanal. Damit könnten wir den Golem dann kontrollieren. Keine große Herausforderung. Aber erst einmal werden wir wieder zurück in den Raum gehen, wo wir die ganzen Behälter gesehen haben. Und da scheinbar der Meister vergessen hat, dass hier alles, was hier alles so drin ist. Oder dass diese Räume überhaupt existieren, werden wir uns hier dann auch verstecken. So, ich werde mich im Uhrzeigersinn einmal durcharbeiten durch die Kanister und gucken, was ich erfahren kann von den Leuten. Ja. Oh, Meister, seid ihr das? Ich kann kaum etwas sehen. Es ist schon so lange her und ich bin so alleine gewesen, ganz alleine. Ich bin nicht euer Meister. Könnt ihr mich hören? Hört ihr mich sprechen? Ja, es ist der Meister. Geht es euch gut? Ich habe keine Lust, noch länger mit euch zu reden. Ich bin nicht euer Meister. Ich hatte nicht vor, in die Gemächer der Herrin zu gehen. Ich wusste, dass es dort gefährlich sein würde. Sehr gefährlich. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ja, schön, Mitz. Ich hatte nicht vor, in die Gemächer der Herrin zu gehen. Ich wusste, dass es dort gefährlich sein würde. Sehr gefährlich. Ich habe nicht versucht, ihr etwas zu stehlen. Ich habe nicht versucht, etwas von der Herrin zu stehlen. So etwas würde ich nie tun. Ich bin immer treu ergeben. Warum bin ich hier, Meister? Was ist mit mir geschehen? Ihr könnt mich nicht hören, nicht wahr? Wie traurig, was man mit euch gemacht hat. Wurde ich in den Gemächern der Herrin verletzt? Ich kann mich an nichts erinnern. Sind die Gemächer der Herrin wahrlich so tödlich? Es tut mir leid, sehr leid. Ich werde es nicht wieder tun, Meister. Bitte rettet mich. Ich flehe euch an. Es tut mir so leid, Meister. Ich werde das nie wieder tun. Ich diene nur euch. Ja. Erledigte Aufgaben. Ja, Rilef will sterben. Ich habe Rilef von seinem übernatürlich langen Leben erlöst. Ich habe den Kristall an mich genommen, der den Apparat mit Energie versorgt hat, in dem er schwebte. Er hat mir vor seinem Tod verraten, dass ich den Kristall verwenden kann, um die anderen Diener zu aktivieren, die sich in ähnlichen Geräten befinden. Nichts Neues im Tagebuch, nichts Neues in den Kapiteln. Gut. Dann zum nächsten Container, das wird der hier. Ah, so lange. Hinter diesem Gefängnis aus Glas heule und wütig. Wie lange seid ihr denn schon in dieser Flasche gefangen? Bitte sagt es mir. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Könnt ihr mir etwas über diesen Ort sagen? Sagt mir gefälligst, wo ich bin, bevor ich das Glas zertrümme und euch auch noch das letzte bisschen nehmen nehme. Ich möchte hier weg. Ich habe keine Lust, noch länger mit euch zu reden.
Ja, wie sage ich, seid ihr gefangen? Ich habe schon so viele Male nach euch gerufen, Meister. Meister, warum habt ihr mich verlassen? Warum habt ihr mich in dieser Flasche beim Verfall überlassen? Warum?